Ja, heute beschäftigen wir uns mit der UFO-Szene in Ecuador. Da habe ich im letzten Jahr eine Reise hingemacht im Herbst. Und wir fangen vielleicht mal an mit dem Überblick über das Land, über die Topografie, damit man sich das etwas vorstellen kann. Links sehen wir die Landesgliederung nach Departamentos, nach Ländern, nach Provinzen. Da sieht man oben, ungefähr in der Mitte steht Imbabura, darunter steht Pichincha, darunter steht Cotopaxi, darunter steht Tungurahua, darunter steht Chimborazo. Alle diese Namen der Provinzen sind nach einzelnen Vulkanen benannt. Ecuador hat ungefähr 50 Vulkane, einige aktive, und die befinden sich in der Andenkette, die man auf dem rechten Bild sieht, das braune, das ist sozusagen die Anden, und da sind die Vulkane von oben nach unten aufgereiht. Man sieht, oben steht Quito, darunter Cotopaxi, Chimborazo und so weiter. Und etwas weiter unten Cuenca. Und der Reiseverlauf geht jetzt tatsächlich von Quito etwas nach Norden, das nicht eingezeichnet, das sind mehrere Seen. Das nennt sich das nördliche Dreieck. Das ist ein UFO-Hotspot. Dort machen wir einen Besuch bei dem Lago Mojanda, heißt der. Das ist ein Hotspot. Und dann fahren wir diese Kette runter. Das ist der zweite Hotspot, ist die Straße der Vulkane. Die geht also von Quito runter bis nach Cuenca. In Cuenca treffen wir auf den, man könnte sagen, Chef-Ufologen von Ecuador, den Jaime Rodriguez. Mit dem habe ich ein Interview gemacht. Er hat auch ein Filmchen gemacht. Und dann fahren wir noch weiter nach links, wieder nach oben an die Küste, wo Manta steht. Es wäre der dritte UFO-Hotspot in Ecuador, also die Küstenregion um Manta. Und dann geht es von Manta wieder quer rüber. Das sind jetzt keine Städte eingezeichnet. Ungefähr da, wo Cotopaxi steht, in der Mitte zwischen diesen beiden Punkten liegt Manta. Das ist noch ein interessanter Ort, wo es besondere Steine gibt. Ein gewisser Herr Sotomayor hat dort eine große Hacienda und dort eigentümliche Steine gefunden und auch sehr interessante UFO-Aufzeichnungen gemacht dort auf Film und auf Foto. Ja, das ist so ungefähr die Landesgliederung. Wir sehen noch auf der linken Seite, da steht Morona, Santiago und Pastaza. Das sind zwei riesige Gebiete. Die sind dem Amazonastiefland zugeordnet und in dem Gebiet liegt jetzt die Taos-Höhle. Also wir haben mehrere Phänomene in Ecuador, die jetzt nicht auf UFO-Sichtungen direkt beruhen, sondern sozusagen angrenzend sind. In diesen Taos-Höhlen gibt es eben den Mythos oder auch die noch nicht entdeckte Wahrheit einer Metallbibliothek von vielleicht außerirdischen Vorfahren, die vor vielen tausend Jahren oder hunderttausenden von Jahren dort im Untergrund gelebt haben. Ja, das ist vielleicht erstmal ein kleiner Überblick über die Landesgliederung Amazonastiefland, Anden und Küstenland. Ich zeige immer auch etwas so die technologische Entwicklung vom Land, die in unserem Zusammenhang vielleicht mal eine Bedeutung haben könnte. Zum Beispiel Luft- und Raumfahrt. In Ecuador wurde die Raumfahrtagentur, die Agencia Espacial Civil Ecuadoriana, also eine zivile Einrichtung, wurde 2007 in Guayaquil gegründet und der entscheidende Mann ist der Herr Ron Nada. Den sieht man da links in der Mitte. Ron Nada hat noch ungefähr 13, 14 Ingenieure. Und das ist die ganze ecuadorianische Raumfahrtagentur. Man spricht auch von der One-Man-Space-Agency, die aus einem Mann besteht, nämlich aus Ron Nada. Er hat viele Forschungsprojekte gemacht und ist sehr aktiv. Aber er ist im Grunde genommen kein Astronaut, weil er niemals über der Kármán-Linie war. Das heißt, er war niemals höher als 100 Kilometer Richtung Weltraum gekommen. Er hat solche Parabelflüge gemacht. Fuerza G1 Condor sieht man oben links, ein Abzeichen. Dann hat er maßgeblich
einen kleinen CubeSat-Satelliten, einen One-CubeSat, der ist rechts in diesem Glasbehälter zu sehen. Der hat 75 Zentimeter lange kleine Solarflügelchen, sind, glaube ich, nur 2 mm dick. Und da hat er also ein Programm gemacht, das heißt ein Satellit im Klassenzimmer. Der Witz des kleinen CubeSats ist, dass sich die Schüler damit verbinden können und Satellitenbilder in Echtzeit empfangen können. Und da müssen sie erst ein paar Fragen beantworten. Und wenn sie die richtig beantworten, dann kriegen sie praktisch Zugriff auf die Kamera von dem NEE-01 Pegasus, erster Satellit von Ecuador, steht da unten rechts noch. Ne? Der hat 2,5 Kilo wiegt da, 10 Zentimeter groß. Und ist 2013 vom chinesischen Weltraumbahnhof in Chiquan gestartet worden. Er kann Fotos aufnehmen, wie gesagt, ein Radiosignal mit der Nationalhymne kann er auch senden und eben Videos in Echtzeit übertragen. Mehr aber auch nicht. Diese Signale werden dann von der Bodenstation in Guayaquil aufgefangen und mittels Facebook und Twitter dann an die Schüler weitergeleitet. Das ist also Ecuadors kleines Weltraumprogramm. Einige Tage später ist dann noch ein zweiter gestartet worden und leider nur wenige Stunden nach dem Start ist der NEE-01 mit Weltraummüll zusammengestoßen und funktionierte nur noch teilweise, aber der zweite hat dann seine Funktion übernommen, sodass zumindest diese zwei kleinen Satelliten bis heute funktionieren. Hier habe ich so einen Überblick, was der Ron Nader alles für Projekte hat, wo er überall mitgearbeitet hat. Er war der Chief Engineer und Teamleader des ersten Satelliten, den wir gesehen haben. Dann war er Missionsdirektor für den NEE-Alpha-Satelliten und so weiter und so fort. Also er ist äußerst aktiv, er publiziert auch viel. Aber mehr gibt es auch nicht. Also Ecuador hat weder eine Trägerrakete noch einen Weltraumbahnhof. Ist also immer auf andere Träger angewiesen. Die Luftfahrt fing auch sehr früh an, und zwar schon im Jahr 1913. Oben links sieht man so ein Flugzeug, das haben sie gekauft von Italienern. Ein Eindecker, der wurde dann noch umgetauft in Patria, damit es etwas mehr mit Ecuador zu tun hat. Und schon im Jahr 15 bis 18 hat ein ecuadorianischer Pilot, die wurden in Italien ausgebildet, hat schon im Ersten Weltkrieg teilgenommen und hat 152 Luftkämpfe in Italien bestritten, immerhin. Also die Ecuadorianer waren schon sehr früh in der Luft und auch im militärischen Einsatz. Im Jahr 1920 wurde dann die eigentliche Luftwaffe gegründet und eine erste militärische Flugschule in Guayaquil ins Leben gerufen. Dieser Tag, der 27.10., ist bis heute ein Feiertag. Da sausen die Flugzeuge, die Düsenjäger, zurzeit haben sie ja keine, aber was sie sonst an Maschinen haben, über Quito und machen dort Vorführungen. Es gab im Laufe der Zeit, hatten sie auch mal einige richtige Kampfjets, und zwar eine Mirage, eine israelische Kfir und eine australische Atlas Cheetah. Die wurden aber alle bis 2012 wieder außer Dienst gestellt. Also zurzeit hat Ecuador keine Luftwaffe jetzt mit solchen richtigen Kampfflugzeugen. Macht heute hauptsächlich humanitäre, medizinische Transportaufgaben. Und aber auch für die Bekämpfung des Drogenhandels. Dafür ist die Luftwaffe in Ecuador zuständig. Ne? Ja, das ist also nicht sehr eindrucksvoll. Es gibt ein kleines Luftfahrtmuseum. Das war, da ich gerade an dem Tag, wo diese Vorführung war, war das Luftfahrtmuseum geschlossen. Wäre natürlich interessant gewesen, was sie im Laufe der Jahre dort alles an Flugzeugen mal erworben haben. Aber wie gesagt, Luftwaffe ist sehr bescheiden, die Raumfahrt noch weniger. Die Ecuadorianer sind irgendwie UFO-begeistert. Hier haben wir einen Mann, das ist ein Unternehmer, der Don Eduardo, der hat, als er 5 Jahre alt war,
Ja, hat im Jahr 1980 immer morgens, als er aufgestanden ist, er musste wahrscheinlich zur Kindergarten, 5:20 Uhr, da sausten UFOs über den Chimborazo, über diesen Vulkan, den wir gerade schon erwähnt haben. Und dann hat er ein anderes Mal aus einem Abstand von 500 Meter, so wie er erzählt, ein 2 Kilometer langes Objekt gesehen, das sehr langsam geflogen ist. Und das hat ihn also so überzeugt, dass es UFOs wirklich gibt, dass er jetzt in 28 war, er hat er angefangen, dieses Haus hier zu bauen, was immerhin für dortige Verhältnisse viel ist, nämlich eine halbe Million US-Dollar. Es hat 5 Jahre gedauert, bis das Ding fertig war. Da ist ein Aufzug eingebaut, ist 20 Meter im Durchmesser und man kann einen kleinen YouTube-Film sehen, wo er eine Führung macht durch dieses Haus. Kann ich jedem, der sich dafür interessiert, sehr empfehlen, diesen Film mal anzugucken. UFO-Haus Don Eduardo Ecuador findet man sehr einfach. Ja, Ecuador ist wie auch Argentinien und Chile die Ufologie über den Tourismus in die Bevölkerung gekommen. Ja, oder immer wieder gibt es Berichte jedenfalls und viele Gruppen, die sozusagen jetzt in die Berge gehen, an die Küste, wo halt diese drei Hotspots sind, die ich anfangs erwähnt habe, und machen dort nächtliche Beobachtungen. Am bekanntesten ist diese Gruppe, die heißt UFO Camping. Die wird betrieben von einem jungen Mann und das ist wieder ein Schüler von Jaime Rodriguez, dem schon erwähnten Chef-Ufologen von Ecuador. Die machen Ausflüge und zwar einmal an diesen See, an den Lago Mujanda oben links, aber auch zu einem Vulkan Imbabura, auch nördlich von Quito. Und dann auch nach Limón, Indanza, Morona, Santiago, das ist das Dschungelgebiet. Und sie machen auch Ausflüge in die Taos-Höhle. Die werden wir nachher noch ausführlich besprechen. Ja, jetzt sind wir erstmal an dieser Laguna Mojanda. Das ist ein Kratersee. Der liegt auf 3.700 Metern Höhe, ist ungefähr 120 Meter tief. Und ich habe jetzt einen Mitarbeiter von dem Volkskundemuseum in Otavalango, so heißt der Ort, das ist ungefähr 100 Kilometer nördlich von Quito, gibt es ein Volkskundemuseum und dieser junge Mann hat erstmal eine Museumsführung gemacht, sehr kompetent, und aber auch erzählt, dass sein Vater an diesem See eine Hütte hatte. Und als er mal nachts zur Toilette ging, in diesen einfachen Hütten sind die Toiletten immer außerhalb, da hat er bemerkt, Lichter auf dem Boden. Er hat auf dem Boden gesehen und sah so irgendwelche Lichter. Und als er nach oben schaut, hat er ein großes quadratisches Objekt gesehen, an dessen Unterseite viele Lichter waren und das sich sehr langsam dahin bewegt hatte. Jetzt hat der junge Mann, ich habe den Namen gerade, wie heißt er, der Zambrano Cachimue, so heißt er, ist der Leiter von diesem kleinen, aber sehr schönen ethnografischen Museum. Die hatten Dreharbeiten gemacht für das Museum, also für irgendwelche ethnografischen Geschichten. Und da waren sie ungefähr 2 Stunden entfernt von Otavalo und hatten einen Kameramann dabei. Und während der Drehpause sagte der Kameramann: Ui, schaut mal nach da oben. Und da war ein kleiner Punkt zu sehen und er hat jetzt das Teleobjektiv von seiner Kamera da drauf gerichtet und hat ein tellerförmiges Objekt gesehen, das dann hin und her gezuckt ist und dann nach einer Zeit lang verschwunden ist. Das sind so seine Berichte. Also das ist im Grunde genommen ein reiner Zufallsfund dieser Mitarbeiter. Ich habe viele andere Leute auch befragt und die Ufologie sozusagen, die Existenz der UFOs ist in dieser Gegend ein Allgemeingegenstand. Das ist nichts Besonderes, sondern da weiß man, dass der oder jener so etwas gesehen hat. Jetzt hat ein Freund von ihm berichtet, dass er nachts am See, also hier an dem Lago Mojanda, dass er kampiert hat und gemerkt hat, wie sich das Schilf am Ufer bewegt und ein Licht unter Wasser zu sehen war. Und als er dann einen Stein reingeworfen hat, da ist ein Objekt von der Größe eines Kleinbusses aus dem Wasser aufgestiegen und verschwunden. Also das sind so kleine Erlebnisse jetzt von jemand, der dort von Vater, der sein Haus dort hatte, oder von eben die dort kampiert haben, so wie das UFO-Camping.
Ich hatte schon gesagt, Ecuador hat ungefähr 50 Vulkane, die schön aufgereiht in den Anden hintereinander liegen. Und habe jetzt leider kein Material bekommen von UFO-Fotos oder Videos von diesen Vulkanen. Die gibt es aber massenhaft, werden schriftlich berichtet, aber wie gesagt, keine Fotos. Und deshalb habe ich hier drei Bilder genommen, die stammen aus Mexiko, von mexikanischen Vulkanen, die von einem Monitoring-System, die ständig auf diese Vulkane gerichtet sind, aufgenommen werden. Da sieht man auf der linken Seite einen, der eben in den Krater reinfliegt, rechts, der auch quer drüber ist und unten so zwei kleine Punkte. Das sind so typische Beobachtungen, die sowohl aus Chile wie aus Argentinien wie aus Mexiko immer wieder von den Vulkangebieten eben berichtet werden. Das ist ein Thema, was bisher in der Ufologie überhaupt noch sehr wenig behandelt ist, der Zusammenhang zwischen UFOs und Vulkanen. Jetzt kommen wir zum Thema der Riesen. Die Riesen, die Vorstellung, es hat also in vorsintflutlicher Zeit eine andere Bevölkerung gegeben, die dann ausgestorben ist oder wo nur einige wenige überlebt haben. Und die grassieren also gerade in Ecuador besonders. Es gibt solche Berichte auch in Chile. Ich hatte im Jahr 96 war ich in Santiago und da gibt es das Naturkundemuseum. Ich hatte in dem Vortrag über Chile schon darüber erzählt. In diesem Naturkundemuseum war ein solcher Skelett. Und zwar von einem mit immerhin 2,80 Meter Größe. Das ist nicht die Größe, die wir rechts sehen. Rechts ist die Abbildung aus Interlaken, wo der Erich von Däniken einen Abguss gemacht hat von einer Ausgrabung, die der Pfarrer Carlos Miguel Vaca gemacht hat. Der hat nämlich in einem Ort, der heißt Changay Minas, das ist ein Quechua-Wort, heißt übersetzt der Friedhof der Götter, der hat tatsächlich ein Skelett von 7 Meter Größe dort ausgegraben. Und rechts, so man dem ganzen Vorgängen glauben darf, man müsste es bei Däniken vielleicht nochmal nachrecherchieren, wie dieses Skelett zustande gekommen ist. Also meines Wissens nach ist es ein Abguss von diesem Original, was der Carlos Wacker ausgegraben hat. Das war eine Zeit lang auf dem Dorfplatz, dort, wo er wirkte, ausgestellt. Und dazu hat er Bibelzitate vorgelesen, ist ja immerhin ein Pfarrer. Und der hat eben dann aus der Bibel vorgelesen, aus der Genesis, wo von den Nephilim die Rede ist, von den Söhnen der Götter, die sich mit den schönen Menschenfrauen gepaart haben. Der Carlos Wacker war ein Musiker, es war so ein sehr kreativer Mann mit keinen Vorurteilen und hat sich also da mit den Ausgrabungen dieser Giganten beschäftigt. Jetzt sehen wir auf der linken Seite etwas, das er taucht oft im Internet auf und heißt es, das sind die Giganten von Ecuador. Nein, das sind sie nicht. Das ist ein schlichtes Riesenfaultier, was man da sieht. Sieht, könnte man vorstellen, könnte auch ein Mensch sein, ne, mit so Beinen und Kopf und Armen. Ne, aber wie gesagt, ein Riesenfaultier. Rechts unten sehen wir ein Bild von diesem Tier aus dem Naturhistorischen Museum in London. Die haben das hier so schön aufgebaut. Ja, er ist so 3, 4 Meter groß, so ein Riesenfaultier. Also das ist jedenfalls keine Giganten. Da sollte man nicht drauf reinfallen. Der Pfarrer Wacker, der ist jetzt 99 verstorben. Er hat ein eigenes Museum und hat also allerhand Knochen dort ausgestellt. Der Jaime Rodriguez hat mit ihm auch ein Interview geführt, wo er aus einigen Kästen ihm solche Knochenteile zeigt. Die sind mittlerweile alle verschwunden. Die sind entweder von Privatleuten aufgekauft worden oder das Museum ist nach seinem Tod schlicht und einfach geplündert worden. Also man findet heute in Ecuador kein komplettes Gigantenskelett mehr. Ich habe mehrfach auch bei dem Paläontologischen Museum, die diesen Riesenfaultier-Skelett haben, nachgefragt. Also die wussten auch nichts davon. Das ist etwas schade, aber es scheint es gegeben zu haben. Wir haben jetzt hier mal einfach einen Vergleich, was es mit den Riesen auf sich hat. Das sind also einige real existierende,
Dieser Typ hier in der Mitte, der marschiert auch tatsächlich. Das ist ein Video, was ich aber jetzt leider nicht abspielen kann. Und das ist eine, ist ein Basketballspieler unten rechts und so weiter. Und hier noch so ein Ringer. Man sieht die Verhältnisse ungefähr. Also den reicht ein normaler Mensch gerade mal bis zur Brust oder ja, noch weiter unten. Der größte lebende oder gelebt habende Mensch ist der Robert Wadloff. 22 Jahre. Wie groß ist er? 2,72 Meter. Also der kommt nicht mal an den Giganten von Santiago aus dem Naturkundemuseum ran. Er ist immer nur 10 Zentimeter drunter. Ne? Die Leute erklärt man jetzt mit einer Hormonstörung, ne? Wo sozusagen das Wachstum einfach nicht aufhört. Liegen also weit unter dem, wo wir es mit den Giganten hier in Ecuador zu tun haben. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ich habe jetzt mal oben links ein Bild, da bin ich mit drei Mädels aus einem Kunstmuseum abgebildet, damit man sieht, dass ein normaler Europäer, ich bin ja nicht besonders groß, 1,80, ja, wir sind schon Giganten im Vergleich zum normalen Ecuadorianer. Und diese Mädchen sind also keineswegs die größten. Es gibt dort winzige Personen, die schätze ich mal auf 1,20 Meter. Die sind in traditioneller Kleidung, die laufen oben im Gebirge rum. Sowas habe ich noch nie gesehen, auch in anderen Andenländern nicht. Ich wollte sie aber nicht fotografieren, weil es irgendwie peinlich ist, vor sie sich da hinzustellen und eine Aufnahme zu machen. Aber die sind noch erheblich kleiner als diese vier Damen, die alle Führerinnen in diesem Museum da waren. Jetzt gibt es zwei Abenteurer, die sind hier oben rechts abgebildet und die haben sich vor einiger Zeit auf den Weg gemacht und haben im Jahr 2013 im Valdivia-Gebiet an der Küste wurde eine Ausgrabung gemacht und da hat man dieses Skelett unten links gefunden. Unten rechts ist es im Vergleich zu einer normalen Größe. Ist jetzt auch nicht so wie der Däniken-Ausgabe 7 Meter, ist eben vielleicht um die 2,80 Meter auch wieder groß. Das Giant Skeleton unten links. Das ist auf jeden Fall authentisch. Diese Bilder oben links sieht man oft im Internet. Das sind reine Fake-Bilder, die gibt es nicht, die sind bearbeitet. Aber wir haben einige historische Aufnahmen, und zwar aus der Gegend der Magellanstraße, also im Süden von Chile und Argentinien. Die Magellanstraße, der Seefahrer Magellan wollte ja eine Durchfahrt finden nach Indien in den Pazifik. Und als sie dort geankert haben, sind sie also auf sehr große Leute gestoßen. Und die haben die Historiadores dann auch gezeichnet. Hier ist so eine Abbildung, das zweite von links. Da sieht man einen Spanier mit seinem Schlapphut und daneben so einen der patagonischen Riesen. Rechts existiert sogar ein Foto von so einem. Da sieht man einen Europäer und daneben dieser Mann, der immerhin mindestens 50 Zentimeter größer ist. Und dann rechts nochmal so eine historische Zeichnung. Jetzt gibt es interessanterweise davon auch Berichte der Geschichtsschreiber. Zum Beispiel haben wir hier einen Cieza de León. Cieza de León ist der hat das spanische Heer begleitet bei der Eroberung von Peru. Und der schreibt in der Crónica del Perú von einer Invasion von Giganten an der Küste, denen sie gerade bis zum Knie reichten. Also die Spanier sind auch nicht gerade die größten damals gewesen, aber wenn sie denen bis zum Knie gereicht haben, dann dürften die schon so 4, 5 Meter groß gewesen sein. Juan de Velasco, ein ecuadorianischer Jesuit, der behauptet in seiner Historia Antigua del Reino de Quito, der alten Geschichte des Königreichs von Quito von 1789, dass Manta, also diese Stadt an der Küste, zu Beginn der christlichen Ära Schauplatz einer furchteinflößenden Rasse von Giganten war und betont die Größe ihrer Skelette und Spuren, die sich auf der Halbinsel Santa Elena an der Küste von Manabí fanden.
Also, diese Giganten waren offenbar hauptsächlich im Küstenbereich und im Amazonas-Dschungel von Ecuador beheimatet. Jetzt sind die Giganten aber, die muss man jetzt in den Zusammenhang stellen, überhaupt des Phänomens der Riesen. Da haben wir ja sumerische und biblische Berichte drüber. Und zum Beispiel aus Mexiko gibt es Berichte über die Tlaxcalteken, die berichten von bösartigen Riesen, welche das Land vordem bewohnten. Und der Farrell, das ist ein Oxford-Wissenschaftler, der hat ein Buch darüber geschrieben und weist auf, dass eben der sozusagen diese vorsintflutlichen Riesen ein weltweites Phänomen ist. Gerade viele nordamerikanische Indianerstämmen haben das in ihren Mythologien. Und es gibt auch Dutzende von Ausgrabungen im 19. Jahrhundert und Zeitungsberichte, wo diese Riesenskelette abgebildet ist. Also die Riesen als solche scheinen eine historische Tatsache zu sein. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Phänomen, und zwar dem Padre Crespi. Der Padre Crespi, haben wir also wieder einen Pfarrer vor uns, der stammt aus Italien, hat dort am Salesianerkolleg in Mailand studiert und hat 1917 die Priesterweihe bekommen, hat ein Studium der Botanik, der Zoologie gehabt, er hat ein Klavier- und Kompositionsstudium abgeschlossen, war also ein echter Allrounder, und der kommt jetzt 1923 nach Guayaquil als Missionar, und zwar für die Gruppe der Jíbaros. Jíbaros waren als die Schrumpfkopfmacher bekannt. Ja, die Schrumpfkopfmacher. Die haben ihre Feinde schön Köpfe abgeschnitten, dann die Haut abgezogen, das Ganze mit Sand gefüllt, das wurde erhitzt, bis das alles schön eingeschrumpft ist. Das waren die berühmten Schur-Schrumpfköpfe. Sieht man heute in einigen Museen noch. Der hat aber jetzt die Schuas nicht als üble Schrumpfkopfmacher eben angesehen, sondern hat sich für ihre Geschichte, für ihre Bräuche interessiert und hat sich praktisch mit ihnen angefreundet. Er hat in ihrem Gebiet den Bau von Brücken, Wegen, Schulen hat er angelegt, hat sie unterrichtet in Holz- und Metallwerkstätten. Er war so sehr segensreich für diese Indianergruppe zuständig, hat auch im Jahr 1926 einen Film gedreht, der hieß Die unbesiegbaren Schuros des oberen Amazonas. Der ist bei einem Brand von diesem Gebäude, oben links sieht man das Instituto Merchan wir sind jetzt in Cuenca, also etwas weiter nach Süden im Andengebiet in Cuenca. Ein sehr hübsches Gebäude, und da war ein Museum drin. Da hat er tausende von Gegenständen gehabt. Die haben ihm die Indianer gebracht. Ne? Teilweise haben sie behauptet, das hätten sie in Gräbern gefunden. Aber Tatsache war, dass jetzt der Padre Crespi, der war kulturell sehr interessiert, und der hat jetzt in seinem Büro viele Bücher gehabt, zum Beispiel von mesopotamischen Bildbänden, wo die Abbildungen waren, oder aus Ägypten. Und die Indianer haben ihn da besucht, und der hat ihnen natürlich diese Objekte, die sie ihm da gebracht haben, hat er ihnen abgekauft. Und als sie jetzt gemerkt haben, dass er sich für diese Dinge interessiert, haben die angefangen, die Sachen, die sie in den Büchern gesehen haben, abzukupfern, und haben ihm dann also teilweise aus Blech recht billige Kopien dieser Figuren da geschenkt. In der Mitte unten sieht man dieses Goldblech zum Beispiel. Also das sind eben Dinge, die sie nachgemacht haben. Oder unten rechts hier der Pharao mit der Mütze auf. Das sind keine originalen Sachen, aber die hat er in seinem Museum gesammelt. Da waren im Schluss sollen da angeblich 50.000 Objekte drin gewesen sein. Ein Teil ist zerstört worden, ein Teil ist aber auch dann aufgekauft worden von dem Museum in Cuenca, was man jetzt hier oben rechts sieht, das Museo Puma Pungo. Hat einige Objekte dieser Sammlung von Crespi. Der selber ist auch in den 90er Jahren verstorben. Und da sind in einer Vitrine, heute sind drei Stück aus dieser Sammlung ausgestellt. Zwei sieht man hier rechts, diese Schale, und dann dieses halbrunde
goldglänzende Teil mit diesem Sonnenkopf obendrauf. Und in dem Buch unten links sieht man eben einige weitere dieser Objekte aus seinem Museum. Die haben aber jetzt also keinerlei Bezug zu den archäologischen Horizonten in Ecuador und Umgebung. Die zeigen Pyramiden, Sonnen, Schlangen, Elefanten, Leute mit vier Fingern und so weiter und so fort. Und es ist eben strittig, was echt war und was nicht. Was wohl echt war, sind tatsächlich einige größere Goldplatten. Eine soll 52 cm lang gewesen sein. Und die befinden sich direkt neben dem Museo Puma Pungo in der Banco Nacional. Dazu muss man wissen, die Banco Nacional in Ecuador ist zuständig für die archäologischen Museen. Die finanziert diese Museen. Sowohl in Quito als auch hier in Cuenca. Es ist ein prächtig angelegtes Museum, sehr schön mit den Vitrinen und wie es ausgestellt ist. Aber die echten Stücke aus der Crespi-Sammlung, die befinden sich nebenan in der Banco Central, Banco Nacional und sind für die Öffentlichkeit leider nicht zugänglich. Um diesen Padre Crespi haben sich jetzt viele Geschichten gerankt. Ja, er hat nämlich auch Ölgemälde gehabt, 40 bis 50 Werke von Renaissance-Meistern hat er gehabt, ja, wo die also geflüchtete Nationalsozialisten mitgebracht haben. Und ja, und man weiß nicht genau, wie die also nach Ecuador gekommen sind. Einige vermuten mit U-Booten. Also jedenfalls waren im Jahr, es gibt eine Aufstellung, im Jahr 1980 gab es 5000 Objekte in der archäologischen Sammlung, 1187 piktografische Objekte, 132 Skulpturen, 266 ethnografische. Und nach Aussonderung der Fälschungen hat die Zentralbank für sage und schreibe 10.667.000 Dollar die echten Teile gekauft und verschwinden lassen. Und einige sollen auch im Vatikan gelandet sein. Die wurden auch am MIT in Boston untersucht, einige davon, und man hat festgestellt, dass die Gold- und Silberobjekte also mit einer hauchdünnen Gold- oder Silberschicht überzogen waren, aber eben nicht aus massivem Gold. Jetzt vermischt sich der Padre Crespi mit einer nächsten Spur, nämlich den Taos-Höhlen. Diese Taos-Höhlen befinden sich im Amazonasgebiet. Die wurden entdeckt im Jahr 1956 von einem argentinischen Höhlenforscher, der heißt Aguado, ist ein Mormone. Und über ihn hat ein ungarischer Hobbyhöhlenforscher, der heißt Juan Moritz, von der Existenz dieser Höhlen erfahren. Dieser Juan Moritz, also wie gesagt, ein Ungar, der hat sich auch mal im KZ in Deutschland aufgehalten, ist dann geflohen und ist 1950 nach Buenos Aires gekommen, hat eine eigene Theorie gehabt, dass die Magiersprache, also das Ungarische, ähnelt den Indiosprachen ähnelt. Und er war Mitbegründer der Soziologischen Fakultät der Uni in La Plata in Argentinien. Er kannte auch den demiösen Theoretiker er hatte die Theorie, dass die Wikinger die weißen Götter der Mexikaner und der Peruaner waren. Und der Juan Moritz ist also, nachdem er Höhlen untersucht hat in Argentinien und in Peru, ist er 64 nach Ecuador gekommen, ist dort auch auf die Shua-Indios gestoßen, die ihm diesen Eingang zu den Taos-Höhlen gezeigt haben. Rechts sieht man so einige Figuren unter so einem weißen Mauer stehen. Das ist ein Teil der Höhle, der heißt das Portal. Der liegt relativ nah hinter dem Eingang. Die Höhlen selber sind jetzt bis 16 Kilometer ungefähr erforscht, sollen um die 200 Kilometer Ausdehnung haben. Jetzt hat der Moritz, der hat das Ganze praktisch zu seinem Lebenswerk gemacht und hat angefangen mit Expeditionen, und zwar im Jahr 1968 hat er jetzt von dem Aguado, der Aguado war ein Mormone, hat er Geld bekommen von den Mormonen,
Und die haben eine Expedition gemacht, sind ungefähr 4 Kilometer in die Höhle vorgedrungen. Warum haben sich die Mormonen dafür interessiert? Weil sie gedacht haben, dass diese Goldplatten die Goldplatten sind, die der Joseph Smith, der Begründer der Mormonen, vom Engel bekommen hat. Die durfte er sich angucken, dann musste sie wieder zurückgeben, hat sie der Engel wieder mitgenommen. Aber da dachten die jetzt, ah, das sind jetzt die Goldplatten vom Joseph Smith da unten in der Taos-Höhle. Und deshalb haben die Geld gegeben. Und angeblich haben sie in dieser Expedition 1988, sind sie also auf menschliche Skelette gestoßen, die mit Gold überzogen waren. Ein Raum mit Tausenden von Büchern und goldenen Tierfiguren. Das haben sie alles nachher erzählt, als sie wieder rausgekommen sind. 1969 gab es jetzt eine dreitägige Erkundungsexpedition, die wurde von der Touristenorganisation Centuris finanziert in Ecuador. Ein zweiter Teil ist flach gefallen, weil der damalige Präsident Ibarra, der wollte die Bedingungen von Moritz nicht erfüllen, nämlich einen Hubschrauber zu stellen, einen Wachen an der Höhle, an dem Eingang der Höhle aufzustellen. Und es sollte ein internationaler Kongress abgehalten werden. Der Moritz hat sich also aus den alleinigen, also sozusagen der Entdecker dieser Höhle, dargestellt und hat eine notarielle Erklärung gemacht, dass sich dort Schätze enthalten, also eine Bibliothek, welche die Geschichte der Menschheit enthält. Und diese notarielle Erklärung hat nun EVD, der Erich von Däniken, hat nun auch von diesen Expeditionen erfahren und er hat auch diese notarielle Erklärung in Händen gehabt. Als er 1972 nach Cuenca kommt und hat sich dort sowohl mit dem Padre Crespi, der ja vielleicht doch einige Objekte eben aus dieser Höhle hat von seinen Shuar-Indianern, und mit dem Modic getroffen. Er hat sich Fotos aus händigen Sachen der Crespi-Objekte, die wir gerade schon gesehen haben, die er dann in seinem Buch veröffentlicht hatte. Er ist aber selber nie in der Taos-Höhle drin gewesen. Also wenn man das Buch Gold der Götter liest, dann macht er wunderbare Erschreibungen, wie er da geheimnisvoll durch die dunklen Säle tappt. Das ist eine reine Erfindung, er ist nie drin gewesen. Der Moritz hat sich mit ihm unterhalten, weil er sich erhofft hat, dass er von dem Erich von Däniken Geld bekommt für jetzt größere Expeditionen in die Höhle. Dem war aber nicht so. Die Ecuadorianer haben keinen einzigen Cent davon bekommen und er war also richtig sauer danach. Und der Däniken wurde in Ecuador zur unerwünschten Person erklärt. Jetzt geht die Geschichte aber noch weiter. Und zwar erfährt jetzt der Schotte, ein Ingenieur namens Hall, der erfährt jetzt von der ganzen Geschichte von Erich von Däniken durch die Höhlengeschichte und fängt jetzt an, selbst eine Organisation, sage ich schon, eine Expedition zu organisieren. Die startet im Jahr 1976. Und die ist jetzt wirklich beeindruckend, denn er gewinnt einmal den Astronauten Neil Armstrong als Schirmherrn der ganzen Geschichte. Dann hat er 60 britische Militärangehörige, also das britische Militär hat sich dafür erwärmt, aber nicht nur das britische, sondern auch die Ecuadorianer haben sie ihrerseits nochmal 60 Soldaten zur Verfügung gestellt. Sie haben Hubschrauber zur Verfügung gestellt, Seilwinden, riesige Scheinwerfer, um das Innere der Höhle eben auszuleuchten. Eine der größten Forschungsexpeditionen, zumindest in der Höhlenforschung, die es je gegeben hat, ist also auf den Weg gekommen. Der Neil Armstrong selber ist nur 3 Tage dabei gewesen, ist dann wieder umgekehrt. Die andere Mannschaft hat sich 27 Tage in der Höhle aufgehalten. Man sieht jetzt hier auf der linken Seite auf dem Bild ist der Juan Moritz, der Ungar. Und dann haben wir den Huligoyen Aguado. Na, der steht, wo ist er denn? Ich glaube, es ist der zweite von rechts, bin ich mir nicht ganz sicher. In der Mitte ist der Mr. Hall und dann noch Militärangehörige jetzt hier zu diesem Gruppenbild zusammen. Ja, der Erich von Däniken ist bis zu einem Seiteneingang gekommen. Da ist dieses Bild entstanden, wo er mit dem Juan Moritz sitzt und sie sich unterhalten. Auf der rechten Seite sieht man jetzt
den Eingang der Höhle, der ist schon beeindruckend, weil man muss sich 50 Meter lang oder Entschuldigung, 70 Meter sogar an einer kleinen Höhlentretleiter da runterlassen. Das glaube ich nicht jedermanns Sache, freischwebend da abzusteigen. Die Expedition hat natürlich Seilwinden gehabt und hat Ausrüstung mit Winden runtergelassen. Aber die Besucher, die auch, man kann heute Expeditionen machen. Also wer Lust hat, da hinzufahren, das ist alles organisiert heutzutage. Wie gesagt, das UFO-Camping macht solche Ausflüge, aber auch andere Touristenorganisationen, schätze ich mal. Ja, das war also die Hall-Expedition, die hat nichts zutage gefördert. Die sind sehr weit vorgedrungen, die haben sogar Taucher dabei gehabt. Die sind also die mussten Flüsse unterqueren und sind also, wie gesagt, 16 Kilometer weit vorgedrungen, haben in diesen 16 Kilometern so gut wie nichts gefunden. Was sie gefunden haben, ist ein Skelett gewesen, das saß relativ nah am Eingang, das war schon verstaubt. Aber es war, und dann haben sie noch eine Reihe an Tongefäßen gefunden, ungefähr, die man auf 1300 vor Christus, glaube ich, datiert hat. Also jetzt nichts Uraltes. Und von einer Metallbibliothek und Ähnlichem war so weit und breit nichts zu sehen. Jetzt kommt zuletzt noch ein weiterer Herr ins Spiel, und zwar ist das ein Jaramillo Abarca. Das ist ein ehemaliger Militärangehöriger. Und der sagt jetzt, es gibt schon eine Schatzhöhle, aber das ist nicht der Taos-Eingang, sondern diese Höhle heißt nicht Taos, sondern Taiyu. Und diese Höhle, die liegt in der Pistassa-Region. Die Pistassa-Region, erinnert ihr euch falls erste Bild, liegt oberhalb von Santiago Morona, also ungefähr 100 Kilometer von dieser Taos-Eingang entfernt. Die Höhle selber soll ja 200 Kilometer lang sein, also ein anderer Eingang. Und jetzt hat sich der Hall mit dem Abarca getroffen und haben jetzt versucht, diesen Eingang in der Pastassa-Region zu finden. Sie haben auch einen gefunden, nämlich mit Hilfe eines Indios, der im Haus von dem Jaramillo Abarca in den 50er Jahren gelebt hat. Der kannte sich in der Region aus. Der war Haushaltshilfe oder die Mutter war eine Haushaltshilfe, glaube ich, in seinem Haus gewesen. Ne? Und der hat also eine Geschichte erzählt, also dass es da 8 Säle gibt. Wieder taucht wieder die Metallbibliothek auf mit 20 bis 40 Kilogramm schweren Büchern, je 50 Seiten aus einem gelblichen Metall. So geht die Geschichte. Sie sind dorthin gefahren. Sie sind auch einen Tag lang sind sie in der Höhle gewesen. Und mussten dann aber umkehren, ich glaube, es waren eher Krankheitsgründen. Das war sozusagen jetzt die letzte Geschichte, die auf die Metallbibliothek gezielt hat. Da gibt es noch einen, das ist die allerletzte Geschichte, ein gewisser Cionetti. Also man sieht oben nochmal den Hall und den Moritz im mittleren Bild, links der Moritz, rechts oben ist die Geschichte der Mormonen, wo der Engel jetzt dem Joseph Smith diese goldenen Platten gibt, die er in der Hand hält, weshalb die so begeistert waren, dass die jetzt vielleicht in der Taos-Höhle drin sind. Links unten sehen wir nochmal die Tochter von dem Stan Hall. Die wird jetzt wieder aktiv, weil sie sagt, da muss doch was dran sein und wir müssen mal wieder eine neue Expedition in die Taos-Höhlen organisieren. Da wird man in den nächsten Jahren vielleicht wieder etwas von hören. Wir haben hier nochmal links das Bild, wie diese riesige Expedition mit Hubschraubern dort angeflogen wurde, ein Camp errichtet hat, da musste ein Teil gerodet werden. In der Mitte nochmal die Einstiegsöffnung, rechts oben nochmal ein Bild von Neil Armstrong. Neil Armstrong ist ja nach seiner Mondlandung doch etwas esoterisch geworden. Es gab ja den berühmten Spruch auf dem Medizinkanal, die stehen auf dem anderen Ende des Kraters und beobachten uns. Also er hat wohl auf dem Mond einiges gesehen, was der Öffentlichkeit dann nicht so mitgeteilt wurde. Er ist auch in Uruguay auf der berühmten Estancia Aurora zugange, wo es UFO-Sichtungen gab. Also auf die Weise ist er jedenfalls nach Taos gekommen. Rechts ist das Buch von Stan Hall, Taos Gold auf Deutsch.
sehr enttäuschend zu lesen. Er verliert sich eigentlich in der Organisation der ganzen Geschichte. Es ist nichts Neues, was man aus diesem Buch erfährt, jenseits von den Geschichten von Padre Crespi und was der Erich von Däniken geschildert hat. Die beste Untersuchung der ganzen Geschichte stammt von Deborah Goldstein, Secretos, Geheimnisse, unterirdische Geheimnisse aus vergessenen Welten, wo sie diesen verschiedenen Strängen nochmal nachgeht und zu dem Schluss kommt, dass die ganze Sache sozusagen ein Fake ist. Ja. Und diese Fake-Theorie, die wird auch nochmal von der Frau von dem Jaramillo bestätigt, denn Cionetti hat diese Frau jetzt aufgesucht, der angebliche Entdecker, der Jaramillo Abarco, hat sich mit ihr getroffen und die hat ihm jetzt gesagt, also der Mann, der hätte also viel Fantasie gehabt, der war wohl ein bisschen verrückt, er hat eine Revolution geplant, war im Militär, hat einen schlechten Ruf gehabt. Und die ganze Geschichte, sowohl von Moritz wie auch von dem Jaramillo, basiert wohl darauf, dass die beiden mit Goldminen zu tun haben. Der Moritz war zeitweise Vorsitzender einer Gesellschaft über diverse Goldminen in den Ecuador und hat also immer wieder Geld gesucht, um jetzt seine Minen auszubeuten. Und unter dem Strich ist also der Verdacht doch sehr stark, dass die ganze Geschichte eine Erfindung ist, um eben Geld für die Forschung in der Taos-Höhle zu bekommen, in Wirklichkeit damit die eigenen Goldminen sozusagen auszubeuten. So. Das ist also der ganze Komplex der Taos-Höhle, der ist wirklich sehr, sehr komplex. Wenn man sich da reinzoomen will, gibt auch viele Filme mittlerweile bei YouTube von einzelnen Gruppen, die kleine Expeditionen machen, aber regelmäßig natürlich nichts finden. Jetzt kommen wir mal ein bisschen mehr zur Ufologie im engeren Sinne. Ich habe über einen Schweizer Piloten, den ich über meine Pilotenbefragung kennengelernt hatte, einen Radartechniker in Quito kennengelernt. Das ist der Herr Pablo Duran. Man sieht ihn in der Mitte. Der Pablo hat von 87 bis 2010 auf dem Tower des alten Flughafens von Quito gearbeitet. Also, ja, 20 Jahre fast, ne? Oder 87, 97, 7, ja, über 20 Jahre sogar. Und der hat jetzt mehrere Erlebnisse geschildert, die er in dieser Zeit gehabt hat. Man sieht links die Baracken der alten Radarstation. Rechts bin ich mit ihm, da haben wir eine Exkursion gemacht. Ecuador geht ja bekanntlich der Äquator durch, zu dem Stein, wo der echte Äquator durchgeht. Es gibt noch einen so für Touristen, das ist aber nicht das ist nicht die richtige Linie. Und der hat jetzt mir verschiedene Vorfälle erzählt, die er selbst erlebt hat. Und zwar, ich fange mal mit dem ersten an. Es gab einen Twin Otter Flug des Militärs im Jahr 94. Den hat er auf Radar über 5 Minuten wurde ein Objekt verfolgt, das sich mit 20 Kilometer pro Sekunde bewegt hat. Die hat er auf seinem Radarschirm in Quito gesehen. Das ist verschwunden, tauchte kurz danach wieder auf, hat eine 90-Grad-Wendung vollführt und ist im gleichen Zeitpunkt vom Radar verschwunden wie diese Twin Otter des Militärs, die auch auf dem Schirm zu sehen war. Von dem Flugzeug des Militärs hat man die Trümmer gefunden, und zwar genau an dem Punkt, wo die Radarspuren geendet sind. Beide gleichzeitig. Also es ist entweder ein Zusammenstoß gewesen oder es ist abgeschossen worden, wie auch immer. Das ist eine interessante Sache, jedenfalls eine Radarbeobachtung von einem UFO und von einem Militärflugzeug, was daraufhin abgestürzt ist und wo man die Trümmer gefunden hat. Zweite Beispiel, 1967 gab es eine visuelle Sichtung eines Objekts über der Station Monjas. Und zwar hat der Pablo Duran einen Kollegen gehabt, der hieß Freddy Guevara. Die sind nach draußen gelaufen aus ihrer Baracke, als sie lautes Kindergeschrei hörten.
Da haben sie drei Mädchen gesehen, die haben zum Himmel geguckt. Und da oben schwebte ein riesiges Objekt, das zog in östliche Richtung vorbei, sah von unten aus wie eine Schildkröte. Diese Zeichnung, die man hier sieht, dieses Halbrund mit den roten Punkten, so hat der Pablo dieses Objekt dann für sich gezeichnet. Das war so ein Halbrund mit diesen roten Lichtern. Oben drüber stand eine Lichtsäule, die sah ungefähr so aus, wie wenn man sich einen Eisenbahnwaggon vorstellt, der senkrecht steht. Und von der Seite gingen Lichtstrahlen nach unten. Und diese ganze Apparatur bewegte sich jetzt langsam nach Süden. Jetzt klingelte ein paar Minuten später das militärische Telefon. Man muss sich vorstellen, die Radarstationen sind auch mit den militärischen Radar immer verbunden, über Funk oder über Telefone. Da gab es eine Station, die ist 80 Kilometer südlich Latacunga, die Air Force Base von Latacunga. Und die sagt jetzt, ja, über unserem Flughafen fliegt ein Objekt wie eine Leiter aus Lichtern. Und einem Bogen kommen Lichtstrahlen herunter. Und diese Situation habe ich jetzt mit dem Pablo und seinem Kollegen, wir haben uns da oben getroffen auf der Radarstation, die ist noch in Betrieb. Ja, warum die noch in Betrieb ist, es sind auch nur noch wenige Mitarbeiter, es liefen drei, vier Mitarbeiter rum, die noch irgendwelche Aufgaben da zu erfüllen haben. Haben wir das nachgestellt, wie die Mädchen das gesehen haben und wie sie dann über den Bergrücken gelaufen sind und wie das Objekt dann in Richtung Latacunga verschwunden ist. Und dann erzählte der Pablo, also ja, vielleicht etwas beschämt, ein Phänomen. Also als er darüber gelaufen ist, hätte er das Gefühl gehabt, dass er gar nicht auf dem Boden gelaufen ist, sondern dass er etwas über dem Boden geschwebt wäre. Das ist jetzt eine Beobachtung, die sich erstmal etwas mystisch anhört, die aber tatsächlich von vielen UFO-Beobachtungen andere Beobachter auch erzählt haben, dass sie sowohl die Aliens wie auch die Beobachter selber sich in zu diesem Zeitpunkt praktisch etwas über der Luft das Gefühl haben, sie schweben zumindest. Ja. Jetzt haben wir noch einen dritten Fall. Und zwar hat ein Kollege von ihm den Pablo gebeten, er möge ihm doch seine Schicht alleine absolvieren. Der hat nämlich eine Spritze gekriegt, hat sich nicht wohl gefühlt. Das war 1995. Ja, da war es gegen 21 Uhr. Die letzten Flüge von Quito waren schon abgefertigt. Und jetzt erschien ein Objekt auf dem Radarschirm, das über Monjas, über dieser Station, Kreise flog. Dann hat der Pablo gesagt, bitte um Durchgabe des Transpondercodes. Da kam aber nichts. Dann hat er nochmal gesagt, unidentifiziertes Flugzeug. Identifizieren Sie sich. Und jetzt erschien auf dem Radarschirm in drei Zeilen 9x. Man muss sich vorstellen, 3x nebeneinander, ne, und das in drei Reihen übereinander. Das war die Antwort. Jetzt war der Kollege, der medizinisch nicht so ganz auf der Höhe war, der war in der Zwischenzeit ins Freie gegangen und hat dem Pablo erzählt, dass ihn aus dem Objekt ein blauer Lichtstrahl am Kopf getroffen hat. Und der war am nächsten Morgen, der Kollege hatte eine Zuckerkrankheit und diese Zuckerkrankheit ist nach diesem Vorfall verschwunden gewesen. Der war also nach der UFO-Beobachtung geheilt. Also mal nicht geschadet, sondern geheilt. Das gibt es auch. Also dass Leute nicht nur jetzt irgendwelche Mikrowellenschäden davontragen, sondern eben auch von Krankheiten geheilt werden. Das ist ein bekanntes Phänomen. Einen letzten Fall noch, den Pablo erzählt hat, der trug sich am 20.10.95 zu. Und zwar kam da von der Taura Air Force Base, die liegt an der Küste von Manabi, zwei Mirage-Flugzeuge und zwei K4. Die hatten wir am Anfang gesehen. Die waren damals noch, gehörten noch zur Luftwaffe in Ecuador. Die veranstalteten über dem Flughafen von Quito drei Überflüge und sausten anschließend wieder nach Guayaquil zurück. Jetzt waren sie über der Station Mindo und sagten, wir wechseln die Frequenz. Also je nach Radarstation müssen die Piloten immer die Frequenzen wechseln, um sich in Guayaquil anzumelden. Jetzt haben sie sich aber 10 Minuten in Guayaquil nicht angemeldet und das dortige Radar fragt nach, was ist los mit euch? Ja, warum meldet ihr euch nicht? Und dann sagt der Pilot, wir sind über Mindo, es ist alles in Ordnung, wir fliegen zurück zur Taura Air Force Base.
Jetzt wurde eine Untersuchung eingeleitet, warum die sich 10 Minuten lang nicht gemeldet haben. In der Luftfahrt wird jede Unregelmäßigkeit sofort untersucht. Und da haben die erzählt, also es war Folgendes passiert, und zwar hatten wir eine Begegnung mit einem UFO und unser Anführer, der hat drauf geschossen und das UFO ist abgestürzt. Jetzt wurde natürlich eine Suche eingeleitet, das UFO wurde nicht gefunden. Jetzt hat aber 15 Jahre später ein Supervisor, der Air Traffic Supervisor, den die alle haben dort, ne, der guckt, ob die Arbeit richtig machen, der hat gesagt, dass ihm für 1500 US-Dollar jemand ihm Teile eines Raumschiffs verkaufen wollte, das bei Mindo abgestürzt sei. Und er hat ihm auch einige Fotos von diesen Teilen geschickt. Ich habe die auch gesehen. Das waren so grünlich, ja, wie Kupfer, was oxidiert ist, sah das aus. Wie so Teile in den Steuerknüppel. Sowas hat er ihm zum Kauf angeboten. Ja, das sind praktisch die Fälle, die wir in den 90er Jahren bis Anfang 2000 hatten. Der Herr, der unten rechts zu sehen ist, ist der Herr Washington Carvajal. Das ist ein Air Traffic Mitarbeiter vom heutigen modernen Flughafen in Quito. Und der hat gesagt, dass also in den letzten 15 Jahren es keine UFO-Vorfälle mehr gegeben hat. Ja, wir hatten in Ecuador die One-Man Space Agency und jetzt sehen wir einen One-Man UFO, wie soll man sagen, UFO-Repräsentanten. UFO-Gruppen wie in Chile und Ecuador gibt es in Ecuador nicht. Es gibt private Freundesgruppen, da habe ich auch einige kennengelernt, die der Jaime natürlich auch kennt, aber die sind nicht organisiert, die haben keine Homepages. Sozusagen nach außen repräsentiert der Jaime Rodriguez die Ufologie in Ecuador. Der ist nun außerordentlich aktiv gewesen, ist ein Ingenieur, muss man dazu sagen. Er hat im Jahr 83 hat er erstmals von UFO-Vorfällen gehört, dass es eben Leute gibt aus dem Militär, die sich nicht trauen, darüber zu sprechen, weil sonst kämen sie auf die Etage 7 des Militärhospitals in Quito. Die Etage 7 ist die Psychiatrie. Ja, also wenn einer was gesehen hat und er hat darüber geredet, hat er gesagt, komm mal, du kommst auf Etage 7. Ja, das gibt es hier in Düsseldorf auch, da heißt es dann, du kommst nach Grafenberg. Und in München hieß es, wenn du jetzt weiter Theater machst, kommst du nach H. Also so war das damals in Ecuador auch. Wer UFOs sah, kam in die Psychiatrie beim Militär. Er hat jetzt 20 Jahre lang versucht, mit Petitionen eine Offenlegung zu erreichen. Und tatsächlich im Jahr 2005 ist es ihm also gelungen, eine offizielle Kommission zur Erforschung des UFO-Phänomens ins Leben zu rufen. Jetzt wurden alle Militäreinrichtungen, diese Kommission hieß Kommission Ecuadoriana para la Investigación del Fenómeno OVNI, also ecuadorianische Kommission zur Investigation, zur Erforschung des UFO-Phänomens. Das existierte aber nur leider nur 2 Jahre. Nochmal kurz zu Jaime. Jaime wohnt in Cuenca. Und er hat ungefähr 40 Kilometer entfernt von Cuenca hat er sich in jahrelanger Arbeit eine kleine Hütte gebaut. Da ist er oben links zu sehen. Und dort macht er jetzt Exkursionen mit seinen verschiedenen Freunden und UFO-Gruppen, die er alle kennt, dorthin. Und da sitzt er jetzt gerade mit einem, der macht ein Interview mit ihm. Oben rechts ist er auch mit einem Talkmaster, also erst bei sehr vielen TV-Shows in Ecuador ist er häufig vertreten. Und man sieht ihn hier vor dem Bildschirm. Mal sehen, ob es funktioniert. Na, es wird leider nicht wiedergegeben. Jedenfalls, ich habe ein kleines Interview mit ihm in seinem Haus gemacht, da wo er wohnt. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Hier aber erstmal jetzt zwei Dokumente, die in Zusammenhang mit dieser SAFAC, mit der Kommission stehen. Und zwar links ist ein Schreiben, das stammt vom Verteidigungsministerium und an den Chef der Vereinigten Streitkräfte, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Also die Streitkräfte bestehen aus Heer, der Marine und der Luftwaffe immer. Diesen drei schon.
Und die werden jetzt aufgefordert in diesem Schreiben, man möge alles, jeder dürfe über UFOs berichten, der das möchte. Also eine Freigabe, jeder Soldat der Marine, der Luftwaffe, des Heeres soll frei darüber berichten, wenn er das möchte. Also Jaime Rodriguez kann jetzt jeden Soldaten ansprechen oder die dürfen ihm alles erzählen, was sie wissen. In dem rechten Schreiben ist auch sehr eindrucksvoll, da steht oben drüber, Armada del Ecuador, Estado Mayor de la Armada. Also die Armada ist das Heer. Also die Heeresleitung schreibt jetzt, dass jedes Archivobjekt freigegeben werden soll und dass der Jaime dorthin gehen soll und ihm alles gezeigt wird. Das Gleiche hat er nochmal in einem persönlichen Schreiben vom Präsidenten der Republik, Consejo de Seguridad Nacional, vom Nationalen Sicherheitsrat, hat Jaime Rodriguez ein Schreiben bekommen, dass er autorisiert ist, ne, durch das Verteidigungsministerium alle Informationen über UFOs in den Archiven einzusehen. Also eine unglaubliche Sache. Man stelle sich das vor in Deutschland. Was weiß ich, jemand von MUFON wird jetzt autorisiert, in alle Militärarchive der Luftwaffe, der Marine und der Bundeswehr Einsicht zu bekommen und alles über UFOs zu erfahren, was dort vorliegt. Ja, schön wär's, kann man sagen. Schön wär's, denn in Ecuador regiert, wie in allen lateinamerikanischen Ländern, im Hintergrund die CIA. Ja, die CIA ist sehr aktiv. Es fing an, die Präsidenten wurden nacheinander gestürzt oder sie wurden abgestürzt lassen oder sie wurden abgestürzt. Ja. 1963, Präsident Arosemena wurde gestürzt, weil er Kuba unterstützt hat. Es ging ja immer um den kommunistischen Einfluss in der Zeit. 1981 stirbt Jaime Roldós bei einem Flugzeugabsturz. Auch er hat kommunistische Gruppen unterstützt. 2013, CIA hat ein Mordkomplott gegen Präsident Rafael Correa. Rafael Correa war derjenige, der Jaime Rodriguez unterstützt hat bei der Bildung der SAFAG. Ja, das ist die Rolle der CIA in Ecuador. Jetzt sind die CIA-Mitarbeiter mal kurzzeitig rausgeworfen worden. Die wurden des Landes verwiesen, weil man festgestellt hat, dass sie Spionage betreiben. Zum Beispiel wurde in der ecuadorianischen Botschaft in London der gute Assange von einer Spionageorganisation abgehört. Und all das hat man rausgefunden. Und das führte dazu, dass man den CIA-Leute eben mal zeitweise des Landes verwiesen hatte. Und in dieser Zeit spielte sich das ab, was wir gerade gesehen haben. Als die nach 2 Jahren wieder zurückgekommen ist, passierte Folgendes: Jaime geht zum Luftwaffenarchiv und sagt und weist diese Schreiben vor, die ich gerade gezeigt habe, und sagt, ich würde gerne mal mir das Archiv angucken. Sagt der Archivar, ja, das interessiert uns überhaupt nicht, Sie kommen hier nicht rein. Zuvor hatte er noch ein Schreiben bekommen von einer Verteidigungsministerin, es war eine Frau zu der Zeit, die nochmal ihm ausdrücklich anweist, dass ihm die Archive zugänglich gemacht werden sollen. Aber wie gesagt, im Jahr 2007 war das vorbei, CIA war wieder in Ecuador und seitdem kommt man an überhaupt nichts mehr ran. Ja, also ich habe mal gefragt, ob es sinnvoll wäre, da mal vorzusprechen, weil brauchst du gar nicht machen, gibt überhaupt keine Chance, da einen Einblick in irgendwelche Unterlagen zu bekommen. Aber es gibt trotzdem einen sehr interessanten Vorfall. Und zwar geht der folgendermaßen. Der Jaime Rodriguez hat im Jahr 69 erfahren von einem Vorfall, der hat sich in der ecuadorianischen Botschaft in Lima abgespielt. Wie er da das erfahren hat, ist eine lange Geschichte, die lasse ich jetzt weg. Er ist jedenfalls in Kontakt gekommen mit einem Botschaftsmitarbeiter. Das war ein Kulturreferent der Botschaft. Das ist dieser Mann, der hier in der Mitte ist. Moment, muss er nochmal zurückgehen. Und der hat ihm erzählt von den Vorfällen, die sich da abgespielt haben. Dieses Interview kann man einsehen
Wenn man auf die Homepage geht, die heißt Navigantes del Cosmos, da sind hunderte von Videos drin, die der Jaime, er schreibt keine Bücher, also er hat drei Bücher geschrieben, aber die sind sehr inhaltsarm. Aber die Videos sind sehr aufschlussreich und da kann man dieses Interview mit diesem Botschaftsangehörigen sehen, der die ganze Geschichte erzählt. Die geht also folgendermaßen: Im August 69 klingelt ein elegant gekleideter, etwa 2 Meter großer Mann an der Botschaft und stellt sich vor und sagt, er würde gerne mal den Botschafter sprechen. Jetzt war der Konsul gerade da und hat gesagt, könnten Sie uns bitte mal Ihren Ausweis zeigen? Und dann sagt er, ja, also er wäre der Kommandant Wanju. Und dann fragt er, ja, Kommandant, bist du jetzt der Kommandant vom Heer oder von der Marine oder von der Luftwaffe? Und da hat der Wanju seinen Arm erhoben und hat nach oben gezeigt. Und was sah man oben? Oben schwebte ungefähr 200 Meter über der Botschafter. Über der Botschaft schwebte ein UFO. Und er hat gesagt, ich bin Kommandant von dieser Flotte. Ja, im Weiteren haben jetzt über ein halbes Jahr sich hinziehend verschiedene Treffen stattgefunden zwischen dem Botschafter und dem Wanju. Die wurden auch videografiert und wie alles sind auch diese Videos natürlich in irgendwelchen Archiven verschwunden und man hat keinen Zugriff drauf. Er hat aber mehrere Vorhersagen gemacht, der gute Wanju, die er nicht wissen konnte. Es ging damals um kriegerische Auseinandersetzungen mit Peru und man wollte wissen, über wie viel Panzer Peru verfügt. Und da konnte der Wanju eine ziemlich exakte Aussage machen, was er nicht wissen konnte. Das ist die ziemlich wilde Geschichte von dem Flottenkommandanten Wanju, der sich ein halbes Jahr in Lima mit dem ecuadorianischen Botschafter getroffen hat. Jetzt macht der Jaime Rodriguez aber auch Ausbildungen. Die dauern ein halbes Jahr, kosten ungefähr 160 Dollar, geben eine Einführung in die Ufologie. Ja, interessante Fälle über die Forschungsmethoden. Was UFOs nicht sind, Irrtümer und so weiter und so fort. Also eine ganz kompetente Überblick über die Ufologie und ihre Forschungsmethoden. Und wer das Ganze durchlaufen hat, da wird auch eine Prüfung abgehalten, der bekommt am Schluss ein Zertifikat. Und hier sieht man jetzt die Abgänger einer solchen halbjährlichen Ufologenzertifikats. Ja. Das ist eine Sache, die könnten wir in Deutschland eigentlich auch mal einführen. Er hat jetzt in den 90er Jahren, hat Jaime Rodriguez in der, ja, er hat auch, also jetzt unabhängig von den militärischen Fällen, war eine relativ große Offenheit unter Piloten vorhanden. Und er hat jetzt mehrere interviewt und eine immerhin 13-minütiges Sendung, die wurde auch im Fernsehen ausgestrahlt, wo die Piloten jetzt von ihren Erlebnissen berichtet haben. Ich mache mal eine kurze Stopp. Das ist der Jaime Rodriguez noch in etwas jüngeren Jahren damals, wo er das erklärt. Wir haben jetzt deutsche Untertitel und da möchte ich mich ausdrücklich bei meinem Kollegen Pascal Hollenbrock bedanken, der nämlich diese Untertitel mit erheblicher Arbeit erstellt hat. Pilotos, porque sabemos que responsablemente están conduciendo estas naves. 33 años volando, 18.000 horas de vuelo, son tiempo más que suficiente para haber educado la vista y saber lo que se está observando en el aire. Pues ese es el caso de muchos pilotos comerciales alrededor de nuestro país que ahora mismo nos darán su testimonio. Vamos a escuchar y saquemos nuestras propias conclusiones. Se trataba de una aproximación nocturna entre 11, 11 y 30 de la noche en el aeropuerto de Lima. Nos encontrábamos a una altitud de 5.000 pies aproximándonos al Callao en un procedimiento que se llama el ILS, hacia la pista. Las condiciones meteorológicas eran muy claras, limpias totalmente, y de pronto pudimos observar una luz hacia nuestro lado derecho, más o menos en el lado sur oeste, a la misma altura que nosotros, y preocupados por si había algún tráfico adicional que se esté aproximando al mismo aeropuerto, preguntamos al control de tránsito aéreo si es que tenía o no otros
avión aproximándose también al mismo aeropuerto. Nos confirmó que no había ningún otro avión, solamente el nuestro. Le manifestamos que teníamos a la vista un objeto o un tráfico, como llamamos nosotros aeronáuticamente, a una distancia pues, de unas 5 millas, de un color amarillo, no fulgurante, pero que se podía identificar el color. Más o menos entre una bruma muy débil, pudimos saber que era tipo ovalado. No con líneas específicas de ovaladas, pero sí con rasgos que daban esta forma y que podíamos distinguir entre un avión y algo que no sea un aeroplano. Estamos bien familiarizados, ¿no? Yo tengo 32 años de volar, 15.000 horas de vuelo. Nosotros reportamos a la torre de control quien nos tenía en el radar en la aproximación para que nos confirme si teníamos otro avión aproximándonos, capaz de poder nosotros tomar una precaución en la aproximación. Y fue tajante el operador que no había ningún otro tránsito aproximándonos, ni en la salida ni en el acercamiento. Sí puedo decir que era diferente y único en el espacio, porque además tuvimos la precaución, porque fue muy visible y por mucho tiempo, de diferenciar entre ciertos botes o barcos posados ahí en el amarre, en el Callao preciso, que tienen otro tipo de luz, claro, ¿no? Son luces de navegación o identificación que usan las naves, los yates y los botes o los buques. Al día siguiente, en realidad, pues no habíamos comentado con el copiloto, el ingeniero de vuelo, que habíamos observado. Y al día siguiente habíamos conocido y leído en la prensa de que se trataba, obviamente, de algo que fue visto por la población. O sea, fue visto por gente que tomó fotografías. Also das geht jetzt noch ungefähr 10 Minuten weiter. Es sind noch andere Pilotenberichte. Sehr interessant. Kann man im Internet. Ich habe es auf meinem Kanal hochgeladen. Peter Meinold ist der Name. Kann man dort suchen. Da ist das ganze Interview zu sehen. Ungefähr 13 Minuten mit 5, 6 Piloten. Auch hier wieder, man muss sich vorstellen, die gleiche Situation in Deutschland. Piloten würden jetzt einfach sich interviewen lassen und das Ganze würde im Fernsehen gesendet. Ist schwer vorstellbar. Ja, nach diesen Interviews und Vorfällen um Jaime Rodriguez, das ist, glaube ich, eine schillernde Figur. Wer mehr dazu wissen möchte, geht auf die Webseite Navigantes del Cosmos, navigantesdelcosmos.ec für Ecuador, navigantesdelcosmos.ec. Dort findet man hunderte von Videos und Dokumente und sogar ganze Bücher. Er hat mehrere hundert Bücher auf seiner Homepage, allerdings leider alles in Spanisch. Ja, wir fahren jetzt ein bisschen weiter nach Süden noch von Cuenca nach Guayaquil. In Guayaquil habe ich auch einen Piloten getroffen, und zwar den German Cruz. Man sieht ihn hier auf der rechten Seite, da ist er noch in etwas jüngeren Jahren, der ist jetzt schon an die 90 Jahre. Wir haben uns im Hotel verabredet, um von seinen früheren UFO-Begegnungen zu erzählen. Der German Cruz ist in Ecuador bekannt geworden, weil nämlich im Jahr 1983 ist er von Quito mit einer Karavelle gestartet. Karavelle ist das Flugzeug mit den zwei Triebwerken am Heck. Das hatte vorher schon Triebwerksprobleme gehabt. Es ist überholt worden die Nacht vorher. Die Ingenieure haben gesagt, alles in Ordnung. Er startet und kurz nach dem Abheben fällt das erste Hecktriebwerk aus. Er zieht das Flugzeug jetzt in geringer Höhe über Quito. Jetzt fällt im weiteren Verlauf das zweite Triebwerk aus. Er kann das Flugzeug noch zum Flughafen zurückdirigieren, wo er dann, wo es zum Absturz kommt. Und zwar bohrt er das Flugzeug bewusst mit der linken Tragfläche in den Boden. Es bricht auseinander, dreifach auseinander.
8 Menschen kommen ums Leben, aber man ist sich einig, dass eine Katastrophe in Quito verhindert wurde. Das steht dann hier unten links. Nur ein Manöver des Piloten konnte eine Katastrophe verhindern. Also es ist zwar ein tödlicher Unfall gewesen, aber wenn er in Quito abgestürzt wäre, wäre Schlimmeres passiert. Ja, so viel zur Vorgeschichte von dem German Kruse. Er hat da jetzt selber mehrere Sichtungen gehabt. Und zwar war er einmal im Jahr 1983, war er auch mit einer Karavelle unterwegs. Und zwar von Quito nach Manta an der Küste. Und beim Landeanflug, der erschien auf 3000 Meter Höhe, auf 11 Uhr bei klarer Sicht eine leuchtende graue Kugel, die sich um sich selbst drehte. Kruse änderte seinen Kurs etwas, um sich anzunähern. Der Durchmesser hat er auf ungefähr 15 Meter geschätzt und sie wurde von allen drei Besatzungsmitgliedern beobachtet, bis sie mit hoher Geschwindigkeit nach Osten verschwand. Eine zweite Sichtung 1997 bei einem Nachtflug zwischen Santiago de Chile und Asunción in Paraguay mit einer A320. Da hat er auf 12 Kilometer Höhe, wurde durchgegeben, auf eine Anfrage bei Air Traffic Control in Córdoba in Argentinien. Die sagten, es ist kein weiterer Verkehr in der Nähe. Aber es kreuzte ein Objekt gefährlich nahe vor dem Flugzeug. Es hatte weiße Lichter, bewegte sich in Zickzacklinien in nordöstliche Richtung. Der Kruse beschwerte sich dann energisch bei der Radarstation, dass er nicht gewarnt worden war. Aber man hatte dort nichts festgestellt. Schließlich kam der Chefsteward in die Kanzel und hat gesagt, dass die Passagiere auf der rechten Seite ein UFO sehen. Die hatten das vermutlich schon länger vorher beobachtet. Noch ein Beispiel. Im Jahr 1998, er hatte damals schon 20.000 Flugstunden zu dem Zeitpunkt. Da hat er bei der Endanflugkurve in Quito bei schlechter Sicht und unter Instrumentenflugregeln bekam er einen Anruf von Air Traffic Control in Quito. Bestätigen Sie die Sichtung eines Objektes auf der rechten Seite Ihres Flugzeuges? Denn auf dem Schirm waren zwei Objekte zu sehen vom Air Traffic Control, die Sie seit Beginn des Anflugs begleiten. Also zwei Objekte begleiten ihn seit Beginn des Anflugs. Er selber sieht nichts, ja, ist wahrscheinlich Nebel gewesen. Er fliegt nach Instrumentenflugregeln. Und aus dem Fenster war nichts zu entdecken. Jetzt hat der Air Traffic Control nochmal nachgefragt, dass die Objekte weiter in Formation mit dem Flugzeug blieben. Und er sieht aber nichts. Jetzt kam schon die Landebahn in Sicht. Landung freigegeben. Beide Objekte entfernen sich rasch nach Osten, hat der Air Traffic Control gesagt. Und nach der Landung wurde er gefragt, wollen Sie jetzt nicht einen Bericht abgeben über diesen ganzen Vorfall? Aber da sagte der German Kruse, ja, ich kann leider nichts abgeben, weil ich nichts gesehen habe. Das ist also ein interessanter Fall insofern, als in dem Fall der Pilot nichts sieht, aber die Radarstation hat was gesehen. Also mal der umgekehrte Fall. Ja. German Kruse ist übrigens im weiteren Verlauf nach diesem Unfall, ist noch 17 Jahre Pilot gewesen, ist am Schluss sogar noch Leiter der Luftfahrtbehörde von Ecuador geworden. Ja, wir nähern uns jetzt ein bisschen so dem Ende und zwar kommen wir nach Manabí, also an die Küste. Wir haben angefangen oben in der Andenregion, Lago Mojanda, nach Cuenca, wo Jaime Rodriguez lebt und kommen jetzt nach Manabí. Und da gibt es einen kleinen Ort, der heißt Chiriche, der liegt hinter so einem Felsvorsprung, den sieht man hier unten rechts. Man kommt da nur mit dem Boot hin und ich habe da ein paar Fischer mir angeheuert. Oben rechts sind wir dann mit einem Bötchen um diesen Felsvorsprung rum zu diesem Ort gefahren. Es hat ist eigentlich was Touristisches, dort kann man so kleine Hütten mieten. Und dort war auch ein Museum, das sieht man in der Mitte, und zwar wurden dort archäologische Objekte ausgegraben, die so etwas eigenartig waren, ja, mit vier Fingern zum Beispiel, sieht man oben drüber. Und der Ort ist auch ein UFO-Hotspot, also dort kommt es eben oft zu Sichtungen von Lichtern und man hat das eben als ja, kleine Alien-Tonfiguren gedeutet. Bedauerlicherweise war aber jetzt zu dem Zeitpunkt, Moment,
war zu dem Zeitpunkt, ich gehe nochmal zurück, dieses Museum 3 Monate vorher abgebrannt. Das stand ungefähr das untere linke Bild, wo diese zwei Figuren sind, geradeaus. Dort stand das Museum. Jetzt ist es leider abgebrannt. Die Objekte sind zum Teil trotzdem erhalten geblieben. Der Besitzer hat sie mitgenommen. Ich habe den auch angerufen, aber oder nicht angerufen. Ich habe ihm eine E-Mail geschrieben. Der hat leider nicht geantwortet. Ich hätte mir nämlich natürlich gerne angeguckt, ob das wieder restauriert wird, ob dort wieder ein Museum gebaut wird, steht in den Sternen. Dort hat man ein OVNI Puerto, also einen UFO-Landeplatz gebaut. Ja, so, ich weiß nicht, ob es mehr scherzhaft gemeint ist oder ob eben tatsächlich dort welche gelandet sind. Das konnte ich nicht feststellen, weil dort zu dem Zeitpunkt eben keine Leute mehr vor Ort waren. Zu allerletzt kommen wir noch zu etwas, ja, was jetzt nicht direkt mit UFOs zu tun hat, aber ja, vielleicht indirekt. Jedenfalls haben wir in der Gegend 5 Kilometer von Manna entfernt. Der Ort liegt jetzt zwischen der Küste und bei der Rückfahrt nach Ecuador. Hatte ich am Anfang auf dem Foto gezeigt, so in einem, nicht im Andengebiet, aber es ist so ein Vorandengebiet, Gebirgsgebiet. Dort war nun ein gewisser Herr Sotomayor, den sieht man unten rechts und oben rechts. Unten rechts ist er in jüngeren Jahren mit einer Erfindung, die er gemacht hat. Oben sah er so aus, kurz vor seinem Tod. Der Mann war ein Erfinder. Er hat eine militärische Schallkanone erfunden. Die hat er 57 bei Quito getestet und einen großen Felsen aus einer Felswand rausgesprengt damit. Man hat eine super helle Lampe erfunden, mit der konnte man die Gegner blenden. Da waren sie blind anschließend. Also, das war ein Typ, der äußerst kreativ war. Der ist dann auch eine Zeit lang war er in Kuba tätig. Und ist dann 67, ist er nach Guayaquil zurückgekehrt, hat 76 bei Lamaná eine Finca erworben. Eine Finca ist also wie so ein Bauernhof, wo er Vieh züchtet und anbaut. Und hat aber dort jetzt ein Goldvorkommen entdeckt und eine Quelle, wo Mineralwasser mit einem kolloidalen Gold hervorsprudelte. Die hat er jetzt gefasst, die Quelle. Und verkauft dieses Quellwasser bis heute als Splendor. Hier sind so Flaschen abgebildet. Man kann es auch bei Amazon googeln. Splendor kann man sich bestellen, ist allerdings ziemlich teuer, kostet der Liter abends an die $20, glaube ich. Also ist jedenfalls Goldwasser. $24 sogar, sehe ich gerade eben, für einen halben Liter, also noch teurer. Der Sotomayor hat es sogar zum Präsidentschaftskandidaten 88 gebracht. Hat mit seiner Partei Movimento Universalista, also universalistische Bewegung Ecuador, hat er 1,1% der Stimmen bekommen. Also ein bisschen tausend sagen, kreativer Mensch. Und der entdeckt jetzt im Jahr 84 in seiner Goldminie, die er ja auf seinem Territorium da hatte, 10 Meter unter der Erdoberfläche Magnetsteine, also eigentümliche Steine, die im UV-Licht leuchten. Seltsame Tonfigurinen, Steine mit eingraviertem Pyramidensymbol. Man sieht sie hier oben links und rechts. Trinkgefäße mit Pyramidenzeichen, Götterfiguren in Yoga-Positionen, Objekte mit Spiralen, die sieht man hier unten. Wenn man die also mit UV-Licht bestrahlt, dann leuchten die ganz eigenartig und haben magnetische Eigenschaften. Diese Objekte hat er jetzt in höherem Alter einem Freund vermacht, und zwar ist das der German Willamer, und der hat in Quito ein kleines Museum dafür gebaut. Das ist das Museo German Willamer, was man hier oben links sieht. Da hat er die ausgestellt. Das existiert leider nicht mehr. Er hat dort auch einen Stein ausgestellt, hier unten, der wurde auch dort gefunden, auf der Hacienda von dem Sotomayor. Das ist der Weltkartenstein. Da meint er, da sei also jetzt der Globus dargestellt mit untergegangenen Kontinenten oben. Sie kann man so ein bisschen erkennen, diese Spitze, das soll Südamerika sein. Und links und rechts, also Lemuria und Mu, untergegangene Kontinente. Ja, jetzt hat eine Frau, und zwar hier sind nochmal die Steine abgebildet. Links oben dieser Weltkartenstein.
Und auch eigenartige Objekte hier rechts, diese kleinen Stein-Trinkgefäße, deren Füllmenge genau in den größeren Krug da drüber reinpasst. Ja, also ein bisschen seltsame Objekte, wo man nicht weiß, wo die herkommen. Jetzt hat der Sotomayor auf seiner Hacienda aber viele UFO-Sichtungen gehabt. Ja, das Abspielen funktioniert leider nicht. Der Jaime Rodriguez hat im Jahr 92 noch mit ihm ein Interview gemacht und auch Videoaufnahmen, wo der Sotomayor ihm jetzt ein Fotoalbum zeigt, wo er seine UFO-Sichtungen drin hat. Das kann ich leider nicht zeigen, weil es jetzt nicht funktioniert. Er hat hier gerade ein Bild, da sieht man in diesem Fotoalbum so eine helle Sache mit einem Stern. Das wäre so eine von seinen UFO-Aufnahmen, die er da auf seiner Hacienda gemacht hat. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen und die Ecuadorianer stehen also nicht auf Kriegsfuß mit UFOs, ganz im Gegenteil. Sie haben nämlich an ihrem Flughafen in Quito oben sogar eins bei der Abfertigungshalle platziert. Ja, vielleicht nochmal ein schönes Symbol dafür, für die Aufgeschlossenheit der Ecuadorianer dem Phänomen gegenüber. Ja, ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Eindruck vermittelt über einige wichtige Fälle, über den Jaime Rodriguez, über die Geschichte mit der CIA und der SAFAC. Der SAFAC, ja, genau. Und ja, einige Fälle, die indirekt jetzt mit Aliens zu tun haben, wie die Taos-Höhle und die Funde von dem Padre Crespi. Dann bis zum nächsten Mal.